Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen aus unserer kurzen Vorwärtspause, die ja fast eine Woche war. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, direkt nach der kurzen Unterbrechung, die es hätte sein sollen, weiterzuspielen. Aber wir lassen uns davon nicht abhalten und versuchen jetzt einfach da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Ich weiß zwar gar nicht mehr wo, aber das kriegen wir schon hin. Oder was meinst du? Das kriegen wir hin. Ja. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Auf jeden Fall brennt hier noch ein Brauchst du? Feuer. Ja, ich glaube, weiterbauen erstmal, ne? Ich habe noch Stöcker auf jeden Fall. Hier kann ich nochmal. Was wollte ich mit Stöckern bauen? Ich wollte die Stöcker für irgendwas benutzen. Die Trocknungsgerüste hier? Nee. Oder? Nee, ich hatte, glaube ich, für den Wagen. Hatte ich. Einen zweiten Wagen Der wolltest du zweite bauen. Wagen ist fertig. Ich glaube, dann Okay. kann ich doch in den. Oh, ich hau dir jetzt einfach rein, wir finden schon wieder neue. So ist ja nicht. Ich habe hier noch was. Kommt da mal auf den Trocknungsding. So, dann sind die beiden Gestelle jetzt auch fertig. Ach ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, diese Schildkrötendinger, die sollten ja schon im Freien stehen, damit es reinregnen kann, ne? Wäre vorteilhaft. Ich denke auch. Wo war jetzt mein Buch hier? So, das mache ich jetzt mal mit der Maus, das geht nämlich viel einfacher. Dann will ich hier mal die Decke reinziehen. Eigener Boden. War das der? Nee, der war das nicht. Wird schon wieder dunkel. Ihr eigener Boden. Alter, geht denn hier ab? Mein Wildschwein. Ja, moi, komm zu Papa. Doch, das muss der eigene Boden gewesen sein. Aber wie ging der denn noch? Weil ich muss hier irgendwie, müsste ich hier mal, glaube ich, raufkommen. Komme ich da vielleicht vom Bett aus drauf gehüpft? Das wäre ja super. Wo hüpfe ich nochmal? Leertaste. Ja, ich spiele ja mit dem Controller. Achso. mir anscheinend nicht vom Bett aus rauf. Shit. Ich würde halt gerne. Hier, da es dunkel wird, ne? Wollen wir mal im Pennen gehen? Wäre vorteilhaft. Hier sind jede Menge Wildschweine. Ja, und wegen der Bäume vor allem, dass wir wieder neues Material haben. Unter unserem Haus zwei Krokodile. Sollen die ja mal Krokodil sein erstmal. So, schlafen. Viereck. Perfekt. Dann wachsen mir auch wieder Bäume nach. So, ich will nämlich gerne dieses Vordach hier gerne hinbauen. Ich weiß nur nicht mehr, wie ging das. Mit dem eigenen Boden und hast du nicht gesehen. Vor allem müsste ich, glaube ich, hier oben auch drauf kommen. Ich kill das. Das funktioniert so auch nicht. Ja, da. Ich glaube, damit muss ich mich wann anders befassen. Mein Fundament, mein eigenes Dach. Es könnte auch das eigene Dach sein, wenn man das vielleicht gerade ziehen kann. Naja, so, was geht hier ab? Ich brauche erstmal meinen Speer. Wo sind die Wildschweine? Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Ja. Und jetzt hoffe ich treffe. Ne? Ach, den Hasen. Ah. Ich baller den jetzt ab. Paff! Sehr schön, getroffen. So, damit haben wir schon wieder ein neues Hasenfell. Ach, guck mal, das brauchen wir auch noch für dein Bett, das Hasenfell. Ja, und auch für diese, habe ich eigentlich diese Stocktasche? Ja, habe ich. Stocktasche hast du? Ja. Okay, das ist gut.
Was kriegt denn da? Ein Krokodil. Wildschwein. Schwein, lass mich in Ruhe. Dann lasse ich dich auch in Ruhe. Es wollte mich einfach nicht in Ruhe lassen. Dann hast du Pech gehabt, Schwein. Also, darf ich das hier ständig Schwein und Krokodile spawnen, ne? Sollten Haben wir, wir glaube ich, jede Menge Essen. mit Essen überhaupt gar kein Problem haben. Gott Und sei auch Dank. mit dem Wildschweinfell für das, na sag mal, für den Wärmeanzug sollten wir auch gar keine Probleme bekommen. Brauchst du 1, 2, 3, 4 solche Häute da vom Krokodil? Ich brauche die eigentlich nicht. Okay, weil ich kann sie nicht mehr tragen. Was kann ich machen mit so einer Haut? Wir können, wobei, scheiß drauf, lass erstmal liegen. Es gibt auch so Gestelle, wo wir die Häute draufhängen können, aber da ja ständig Krokodile sind und Echsenhäute jetzt nicht wirklich wichtig sind für uns, können wir die auch erstmal. Da ist ein Hase. Ah, ich kann da so eine Zahnrüstung machen. Oh, daneben. Nochmal daneben. Und noch einen daneben. Hallo? Jetzt aber. Ich habe jetzt schon viermal daneben geschossen. Schlimm, schlimm. Jetzt habe ich ihn. So. Wieder ein Hasen zu essen mehr und ein Hasenfell. Das Krokodil unter unserem Haus ist okay, das kann uns nicht mehr angreifen. So, baue ich das hier auch gleich noch ein. Jetzt brauchen wir noch ein Hasenfell für dein Bett. Und ich gehe jetzt Jetzt. erstmal unsere Bäume, die wir hier noch haben, aufbrauchen. Oh, Hase. Ich habe hier unser Essensding wieder komplett gefüllt. Oh, wir kriegen Besuch. Brauchst du einen Wein? Brauchst du nicht, oder? 1, 2, 3, 4. Wem brauche ich? So ein Wildschwein? Nö, gerade nicht. Ja, gut, aber da hast du uns eh angreift. Alter! Nee, nur dich. Blödes Mistvieh. Ich wollte die Bäume hier wegschaffen in unser schönes Haus. Oh, Hase. Gucken, vielleicht kriege ich den jetzt ja. Noch mehr Hasen. Du sagtest, wir kriegen Besuch. Ja, kann auch sein, dass sie weitergelaufen sind. Was ehrlich gesagt gerade nicht schlecht wäre. Ah, Alter. Bleibst du jetzt mal stehen, du Misthase. Danke. Und den da nehmen wir auch noch mit. Jawohl, jetzt habe ich sie beide getroffen. Sieht es richtig so bumm, 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 wenn das Krokodil laufen tut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Hasenfell für dein Bett. Das ist jetzt auch durch. Ich treffe das gar nicht, wenn ich auf der Rechte. Also wenn ich anvisiere, sehe ich so einen Finger. Wie treffe ich mit dem? Ah, aua. Mistvieh. Was? Krokodil. Kriegt jetzt einen Headshot von mir. Der hier. Ja. Ihr kriegt jetzt aber so einen Headshot von mir. Pam! Und noch ein. Da ist ein Pfeil. Ja. So. Blödes Mistvieh, ey. Also ich bin schlechter Futterverwerter oder so. Warte mal, ich muss was essen. Und dann hänge ich neues gleich aufs Gerüst. Ja. Weil ich habe massenhaft rohes Zeug bei mir im Gepäck drin.
Ja, ich glaube, also verhungern werden wir nicht, eher werden wir verdursten, wobei das denke ich mal auch nicht. Oh. Hallo, ihr zwei. Wollt ihr spielen kommen oder nicht so? Wer? Die beiden hier. Die jagen mich. Ja, bei mir kommen zwei Krokodile gleich auf einmal. Überlegt euch, ihr blutet schon. Aua, die hauen mich. Oh. Ich komm mit Ja, Pieksen. so. Kommen die hier hoch? Anscheinend ja. Aua. So, der ist tot. Oh, der ist ja auch hier oben. Wo kommt der denn her? Oh, daneben. Wo habe ich jetzt meinen Pfeil hingeschossen? Meinen kostbaren? Ich hab getroffen. Hier kann noch ein Hase hin. Hier kann noch ein Hase hin. Ich hab wirklich getroffen, Ja, der war nicht schlecht. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mir Knochenrüstung bauen. Obwohl, ich habe sogar noch welche, sehe ich gerade. Ah, zieh ich mal zwei Echsenhäute an. Fertig. So. Trinken müsste ich auch was. Habe ich hier noch was drin? Ja, ist sogar noch voll. Ich Perfekt. habe mein So. Zeug auch noch alles hingetan, was ich Dann so will ich nämlich mal habe. wieder ein paar Bäume. Obwohl, haben wir nicht noch eigentlich irgendwo welche stehen? Wo war denn Ducken? Hier. Soll ich die schon aufs Feuer legen und ein bisschen kuckeln? Die kannst du machen, ja. Diese Knochenkörbe müssen wir uns irgendwo nochmal hinstellen. Ja, Blocklager, Steinlager. Wobei im Moment brauchen wir wahrscheinlich die Knochen doch tatsächlich noch, weil wir nicht ganz so gut in der Verteidigung sind. Aber es wird noch. Die Möwe landet im Feuer, glaubst du das? Geht denn die ab? So, mal kurz ein paar Stöcker sammeln. Oh, ich bin voll. Ach, hier, ich habe übrigens was gelernt. Kommst du mal? Oh. Liegen hier überall Stöcker rum, eventuell. Vor allem hier. Wir können nämlich Stöcker verdoppeln. Du kannst Stöcker verdoppeln. Ja, und zwar. Moin, Täter. Anton, ich bin in der Aufnahme. Ach so, okay. Na gut. Jo. Und zwar, pass auf, siehst du die hier? Kannst du die aufnehmen, die Stöcker? Da sehe ich sehe keine liegen. Sind hier Ah, keine? jetzt sehe Jetzt. ich welche. Oh, Bin hier ist ich sie. erschrocken. Da. Hier liegt noch einer. So, pass mal Ja, habe auf. ich. Dann komm mal mit. Ich habe einen Eingeborenen gehört. Hau du mal das Ding hier um. Den kleinen, okay. Warte, so. Heb die mal auf. Hast du? Ja. Hier. Wie das? Weil ich bin jetzt schon voll. Und wenn wir so ein Ding, so einen Busch hauen, kann jeder von uns die Stöcker nehmen. Da ich jetzt aber voll bin, fallen die ja eh raus und du kannst die nehmen. Apropos, liegen die beiden auf dem Grill? Ja. Dann müssen wir gleich mal gucken, dass sie nicht despawnen, die Knochen. Oh, ich ahne Schlimmes. Eingeflogen. Na, sieht fast so aus, als wenn sie schon wieder weg sind, die Knochen. Ne, hier liegen sie noch. Oh, aber unser Feuer ist kaputt. Zack. Da Warum noch. ist unser Feuer kaputt gegangen? Naja, ich wollte Holz fällen. Hatte ich vor, auf jeden Fall. Ursprünglich mal irgendwann. Ich habe auf die mit meinem Speer geworfen. Wo ist er hingeflogen?
Bommen. Was war das denn? Gerade der Kopf fällt zu mir um. Ich hab den. Ich hab nur. Hab den Baum selber auf den Kopf gekriegt. So. Hast du das schon eingesammelt, oder? Wen? Die Knochen. Ja, die habe ich eben aufgehoben, bevor die weg sind. Okay. Bauen ein neues, oder? Ja.